Los Angeles Tower, hello, Delta 1928 with information X-ray, request clearance IFR to Las Vegas. Delta 1928, Los Angeles Tower, good morning, clear to Harry Reid International Airport, Orca 5 departure, Mizen transition, then as filed. Climbing via 6 at maintain 5000, expect flight level 270 5 minutes after departure. Departure frequency is offline, squawk 1, correction 4762. So, Lille. Hallo zusammen, Crispy hier. Willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020 und heute eine Premiere für mich. Wir sind hier nämlich gerade in Los Angeles. Jawohl, hier steht es auch ganz passend im Hintergrund. Wir sind in Amerika. Bin ich im Flugsimulator bisher nur ein bisschen VFR geflogen, ist schon ewig her und hatte, glaube ich, nur einmal Kontakt mit ATC und der lief so, naja. IFR bin ich noch nie geflogen in den USA. Ich weiß, dass die Regeln ähnlich, aber ein bisschen anders sind. Und ja, ich habe mir versucht, die Phrase so ein bisschen anzuhören. Ich habe so eine grobe Ahnung, was mich erwartet und guten Tag im Chat. Aber was genau? Puh, wir lassen uns ein bisschen überraschen. Es wird gut. Ich bin optimistisch. Ich hoffe, die Lotsen haben Verständnis und Zeit mitgebracht. Ich bin gespannt. Wir fliegen heute von Los Angeles nach Las Vegas. Das ist nicht so weit. 250, 260 Meilen, also weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde in der Luft. Ist für den Einstieg ganz gut. Wir haben hier gerade online den Los Angeles Tower. Burbank Approach, keine Ahnung, ob der was mit mir zu tun hat, oder SoCal Approach, auch in California, könnte sein, wer weiß, wir lassen uns überraschen. Ja, ich bin gespannt, ob der mich auseinander nimmt, ich hoffe, er ist nett. Ich tue mein Bestes, mal gucken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das sage ich ja auch immer den Leuten, habt keine Angst, Fehler zu machen. Ich habe mich versucht, so gut es geht vorzubereiten, wir gucken einfach mal, was passiert. Und ja, also es ist gerade auch nur Los Angeles online, das heißt, ich erwarte eine IFR-Freigabe, Taxi, Takeoff Clearance und hoffentlich war es das dann, eventuell noch ein bisschen Approach-Gedöns, mal gucken. Und das ist es so auch im Wesentlichen. Las Vegas ist nichts online, das heißt, da können wir in Ruhe dann landen und das Ganze mal ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Cockpit, ich habe nämlich noch überhaupt nichts vorbereitet, heute in der 737 von PMDG. Bin ich auch schon echt lange nicht mehr geflogen. Ich hoffe, ich kriege das hier noch alles hin. Und wir fangen hier mal mit Fuel an. Fuel heute 6162. So. Payload. Boah, ruhig einmal. Machen wir nicht ganz vor den Flug, machen wir mal 160 Leute in der Economy. Im Forward Cargo. Irgendwie so, nicht ganz so viel. Aft Cargo. Oh, das passt gut. Gut, das war hier auch schon das Wichtigste, glaube ich. Dann gucken wir mal, was das... Achso, FMC sagt noch nichts, weil wir hier noch nichts anhaben. Gut, Batterien. Ah ja, ja, meine Güte. Ganz ruhig. Batterien an, External Power. Richtung. An. So. Hier oben, die kommen auf NAV. External Lights. Position Lights, Standby, Anti-Collision brauche ich noch nicht weiter, das reicht schon. Wir können mal das Logo-Licht anschalten. Wir haben anscheinend schlechtes Wetter hier. Guck gleich nochmal genau ins ATIS. Fuel Pumps on. Jawohl. APU Start. Boah, der APU Start-Knopf. Kann ich schon mal armen, das weiß ich. Das können wir anschalten. Das ist der Umschalter für die APU. Gott, das ist zu lang her. Wo war der APU-Start-Knopf? Engine Start, APU Start. Aha.
Gut. Dann den Yaw-Damper, das war hier oben, den können wir schon mal anschalten. Emergency Lights, Passenger Signs haben wir. Die Hydraulic Pumps on. Window Heat on. Moment, wir machen erstmal, warten jetzt erstmal kurz auf die APU, bevor es weitergeht. Ich weiß leider nicht, wie man auf dem Handy Prime-Subs geben kann. Aber das ist auch nicht so schlimm. Mach einfach, wenn du wieder an einen PC kommst oder so, mach in aller Ruhe. Hat alles keine Eile. Aber danke, Oma, vorweg. So, APU läuft. Dann schalten wir doch einfach mal den APU-Generator on. Nee, das waren die falschen. Aha, doch. Ground Power off. So, APU Bleed an, Hex auf Auto, das läuft schon mal. Oh, Window Heat war doch auch hier. Cruising Altitude heute 270 hatte ich, glaube ich, geplant. Wird er mir vielleicht gleich um die Ohren hauen. Wie ist denn das? Stimmt, 280. Wir fliegen ja nach. Ne, halt, wir fliegen nach Osten. 270 war richtig. War das denn hier die? Da oben, die Schalter habe ich gesucht. On, 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 on. Gut, External Power haben wir. Dann können wir hier den Kollegen von den Ground Services wegschicken. Ich schalte schon mal den Tower-Frequenz ein, damit ich schon mal reinhören kann. 120.950. Ich hoffe, das ist die. Ich weiß nicht, woran ich hier gerade spiele. Falsches Rädchen. 120. 950. Niner 50. So, dann lauschen wir schon mal. Namen den Chat. So, ja, falls es jemanden wundert, heute Abend doch kein Tower-Training in Berlin. Mein Mentor hat kurzfristig abgesagt. Deswegen dachte ich, probieren wir einfach mal was anderes. So. Air Condition haben wir, Landing Pressure. Wir sind hier in Los Angeles auf 128 Fuß. Das können wir hier auch gleich schon mal richtig einstellen. Spaßig, Luftdruck hier natürlich jetzt auch nicht in Hektopascal, sondern in Inch, 2996. Dort kleine, aber feine Unterschiede. So, MCP. Ich habe keine Ahnung, was ich hier einstellen muss, initial. Wir gehen mal kurz die Route durch, dann könnt ihr vielleicht verstehen, woher gerade so ein bisschen meine. Ja, wir sind hier in Los Angeles, stehen hier am Gate. Ich habe vergessen, was. Ist auch nicht so wichtig. Wir starten hoffentlich vom Runway 24 Left. Das ist der da oben. Können sein, dass wir 25 Right kriegen. Mal gucken. Da müssen wir eventuell nochmal ein bisschen umplanen. Ich glaube aber für die Departure ist es das gleiche. Die sieht nämlich so aus. Das ist die Orca Departure. Orca 5. Und die sieht so aus. Wir starten hier Richtung Westen. Je nachdem, von welchem Runway, fliegen wir hier zu irgendeinem der Wegpunkte. Und fliegen dann einfach auf dem Heading, das uns rausführt, hier zum Beispiel 236 Grad, welches Heading genau steht auch hier nochmal drin. Da fliegen wir also raus und warten darauf, dass ATC uns hier zu Kex führt oder zurück zu Clipper. Mal gucken, habe ich so auch noch nicht, das gibt es in Europa nicht, da führt dich die SID durchgehend irgendwo hin. Hier muss ATC das irgendwie machen. Wenn wir es dann irgendwie geschafft haben, hier bei Kex ist es dann relativ entspannt. Dann geht es hier nach Coop, dann nach Orca.
Dann kommen wir hier also an, sind hier über den, ich glaube, das sind die Rocky Mountains. Und kommen dann hier in Miesen an. Flight Level 2 for Zero müssen wir da hinkriegen. Dann What F, Flight Level 190, immer weiter. Hier üben wir vor allem die Renders 2, keine Ahnung, wie die es wohl aussprechen, Arrival fliegen. Das heißt, wir fangen hier bei Dingens an. Und dann geht's für uns hier Rumli, Baum, irgendwas, Envy, Redcune, Twoffel, Berben. Und am Ende kommen wir hier bei Boulder City raus. Wieder dann heißt es einfach Heading weiterfliegen. ATC gibt dir dann Vektoren irgendwann. Aber wir kein ATC haben, gehe ich dann einfach aus von Boulder City, drehen wir hier dann nach Norden und fangen hier das ILS ab. Schön über hier den See, den Stausee bei Los Angeles. Und dann geht es nach Westen. Der Hoover-Damm ist hier, glaube ich, ne? Dann geht es nach Westen zum Flugplatz. Der sieht dann so aus. Wir landen dann Runway 26 Left, hatte ich geplant. Ich nehme lieber 26 Right, mal gucken. Und dann taxien wir hier zu irgendeinem Gate. Ich habe keine Ahnung, wie, was, wo. Das sehen wir dann, wenn wir da sind. Soweit der Plan. Ja, ich bin auch gleich gespannt auf die IFR-Clearance, ob ich die hinkriege, weil die auch anders als es in Europa. Da gibt es neben dem Squawk auf jeden Fall noch ein sowas wie Climb initially 5000 feet, expect flight level 10 after 5 minutes oder so ein Irrsinn. Und eventuell gibt es noch eine Departure Frequency, wo man aber nicht selbstständig hinwechselt. Man kriegt sie nur gesagt, aber trotzdem wird man nochmal explizit hingewiesen, dahin zu wechseln. Soweit ich weiß. Wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, hier mein Alignment ist gleich mal durch. Enter IRS Position. Das ist neu. Position Init. Ah, GPS haben wir zum Glück schon. Zuck. Aha. Spirit Wings 1845, you ready to rock and roll? Yeah, we're ready to go, Spirit Wings 1845. Spirit Wings 1845, hard after docker. Wind 2407, runway 25 right, cleared for takeoff. Hard after docker, clear for takeoff, 25 right, Spirit Wings 1845. Oh Gott, was soll der machen? Irgendwas Docker habe ich verstanden. RNF Docker? Oh je, das wird schwieriger als gedacht. Und der Kollege klang ziemlich zügig. Lasst mich mal erst den Flugplan reinladen, damit ich mal gucke, wie das hier so aussieht. Nee, da wollte ich hin. Wir fliegen von Kalex nach Klaas. So, wie sieht denn hier jetzt meine Route aus? Was steht denn da jetzt da so drin? Nix. Gott, Departure ist voraussichtlich Orca 5. Runway, ich hoffe, 2 for left. Transition, puh. Meisen? Ely, Halo, Lass. Meisen. So, wie sieht denn jetzt hier der Anfang aus von meinem Flugplan? Na. Spirit Wings 1845, enjoy your flight to Denver. Frequency change approved. Good day. Frequency change approved. Triple H, ready to taxi. JetBlue,
1700, LA altimeter 2-9-9-7, runway 25 right, taxi via Bravo. 25 right via Bravo, triple ocean counter. Boah, wir probieren es einfach mal. Gott. Wir haben Information X-Ray. Hätte gern noch eine Clearance gehört. Mal gucken. Los Angeles Tower, hello, Delta 1928 with information X-ray, request clearance IFR to Las Vegas. Delta 1928, Los Angeles Tower, good morning, clear to Harry Reid International Airport, Orca 5, departure, Meisen transition, then as filed. Climb via Citic set maintain 5000. Expect flight level 270, 5 minutes after departure. Departure frequency is offline, squawk 1. Correction 4762. Okay, clear to Las Vegas via die Orca 5 Departure Meisen Transition. After initial climb 5000 feet via SIT after 5 minutes, expect flight level 270, departure frequency offline, squawk 4762, Delta 1928. Delta 1928, readback is correct. Expect runway 25 right for departure. Information X-ray is current. Advise ready for push. Expect runway 25 right and will advise when ready to push, Delta 1928. Oh, das hat doch besser geklappt als befürchtet. Und ich habe sogar die richtige Route eingetragen. Suburban 94, take off Quebec, Los Angeles Tower, good morning, gut. Wind 240 at 7, runway 25 left, clear to land. Der war auch sehr freundlich, dass er mir ein bisschen Zeit gegeben hat. Squawk 4762 tragen wir schon ein. 4762. Mode Charlie is on, passt. Danach 122.8. Ja, was habt ihr was anderes erwartet? Los Angeles Tower. So, initial climb 5000 feet. 1935 requesting ISR to Jacksonville, Wyoming with information X-ray. Und yeah, 1935 Los Angeles Tower, good morning, clear to Jacksonville International Airport. Oh. Orca 5 departure. Las Vegas transition then as filed. Wow, dann hatte danke schön. Expect flight level 3, ja, ein euphorisches Howdy habe ich vergessen. Ich wollte mich nicht direkt disqualifizieren hier bei dem Kollegen. So, jetzt gucken wir nochmal, was der hier vorhat. Nach Departure, nein, das stimmt nicht. Departure. Out of 25 right hat er gesagt. Net 1935, readback is correct. Expect runway 25 right for departure. Information X-ray current. Push out your discretion into the ramp. Orca 5. Meisen. Alright, we'll expect the 25 right for departure and push out your discretion and we'll call for taxi for United 1935. Wie sieht das jetzt aus? Docker. Okay, 25 right ist hier unten, passt. Dann starten wir. Liegen Richtung. Was steht denn hier? Climb on heading 251. Das tragen wir hier schon mal ein, vorsichtshalber, weil ich noch nicht genau weiß, was uns erwartet. Climb on heading 251 to 640. To 640, climb direct to cross Docker at or below 3000. Okay. Macht der Autopilot schon. Then on heading 236 degrees. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Or as assigned by ATCP, expect left turn to cross Clipper at or above 10,000. So, das ist hier so ein bisschen, ne? Docker und Clipper liegen hier irgendwie direkt beieinander. Das heißt, sie expecten, dass ich einen Left Turn mache, zurück zu Clipper. Jet Blue, 1700, und dann on Track 044, runway 24 right, clear to cross Kex.
25 right, clear for takeoff. Das heißt, nach Docker müsste hier Clipper kommen, genau. 236, Vector, ja, ja, das sieht alles gut aus. Höhen passen auch, 3000 bei Docker. At or below 3000 bei Docker. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Gut. Checkliste weiter mal gucken. Transponder haben wir, IFR-Clearance haben wir. Dann wären wir bereit zum Pushen. Anti-Collision Lights on. Ich erwarte mal ein Pushback, das uns dann die Nase nach Süden zeigen lässt. Das heißt, straight back. Wo ist denn der Taxiway? Da. Und dann einmal in diese Richtung. 4 Texas Quebec, welcome to Los Angeles. Way parking? We're going to be taking that Atlantic FBO here on our left. 4 Texas Quebec, roger, exit Alpha 7, left on Alpha, Alpha 6 to Atlantic with me, good day. Alpha 7, Alpha, Alpha 6, have a nice one, November 9th, 4 Texas Quebec, thank you. Oh, ich hab vergessen, hier meine Sachen Jet einzustellen. Blue, 1700, figure to take you, have a flight. Have a good morning, 1700. So, Reserve haben wir eine an Bord, Zero Fuel Weight, weiß ich nicht. Cruising Altitude haben wir, Transition Altitude 18,000. Aha. Gut, kostet nix, ist 2,5. So, N1-Limit trage ich nichts ein, das ist mir nämlich ziemlich egal. Wir machen einfach volle Knecke Takeoff-Power mit Flaps 5. Schick, schick, tschack. Und damit passt das nämlich hier auch. Die Trimmung müssen wir noch einstellen. Muss ich nochmal gucken, wo ich die ablese. Das war... Trimmung 5,34. 5... So ein Stückchen in etwa. Gut. Ich glaube, so passt. VNAV, LNAV, funktioniert alles noch nicht. Gut. Flight Director an. Ah, kriegen wir hin. Ist der Default Airport, ist kein Payware. Das ist, gab es mit einem Amerika-Update, da sieht der gar nicht mal so schlecht aus. Auf der anderen Seite ist ein Kollege irgendwo unterwegs. Und ich behaupte mal, wir sind ready for push and start. Delta 1928, ready for push and start. Delta 1928, push on to Kilo, face south. Push on to Kilo, face south, Delta 1928. Cockpit to ground. This is ground, stand by. Ja, das ist so, wie ich erwartet habe. Kilo ist der Taxiway direkt hinter uns. Und dann kriegen wir wahrscheinlich Taxiway Kilo, Bravo, Piu, keine Ahnung. Irgendwas. Bravo 2, Bravo 3. Interessant aber, weil eigentlich hatte ich gelesen, dass Pushback die Sache von den Piloten hier ist, also ohne irgendeine Clearance in Amerika. Aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Oder es ist hier in Los Angeles wieder anders. Okay, Sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Please set parking brakes. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. We are cleared for start and push.
cleared for push start. So. Please release parking dann. Brake. Parking brakes are released. Schalten wir hier. Control aircraft 5 Mission Yankee now current LE altimeter 2997. It will start in the sequence. 2997. Parking brake released. Engine start ist auf ground. Oh, war das falsche Engine. Ist egal. Fangen wir mit links an diesmal. Läuft an. Treibstoff dazu. Mein Pushback hängt. Das hatte ich schon mal. Okay, Pushback completed. Please set your parking brake. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Egal. Startup is complete. You may disconnect. Weiter. Roger, good engine start. Clear to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Holding position waiting for the visual. Thank you and goodbye. Ja, ja. So, gucken, ob das jetzt hier klappt irgendwie. Machen wir das hier manuell irgendwie. So, Triebwerk 2 läuft auch an. Kurz von außen gucken, wo ich hier hinpushe. Irgendwas ist hier faul. Ja. Ich muss die Bremsen treten. Warum muss ich denn die Bremsen treten? Naja. Ja genau, ich hätte auch so ein At Your Own Discretion irgendwas erwartet. Okay. Gut, Pushback erfolgreich absolviert. Eieiei. So, Parking Brake. Ein Parking Brake macht hier Probleme. Okay, Gott sei Dank. Parking Brake ist lose, das läuft. Generator. American 2546 Los Angeles Tower, clear off. To Mexico City International Airport, Panda 2 departure, Tecate transition, then as filed. Climb via 6, I maintain 5,000. Exi. Expect flight level 330, 5 minutes after departure. Departure frequency is offline, squawk 7616, read squawk only. APU bleed off. Squawk 7616. Hex wieder auf American. Auto. 2546. American 2546, read back correct, inspect runway 25 right for departure, and advise when you're ready to go. Sorry, that squawk was 7546. Okay, ready to taxi. 7616 for American 2546. 7616. Delta 1928, ready to taxi. Delta 1928, LE altimeter 2997, runway 25 right, taxi via Kilo, Bravo. Taxi runway 25 right via Kilo Bravo Delta 1928. American 19, correction, American 2546, thank you. Runway 25 right, taxi via Bravo. 25 right via Bravo, American 25. Okay, das ist ja
Kilo und Bravo. Kilo ist geradeaus, dann links auf Bravo. Keine Ahnung, wo ich dann aber hier auf die Piste soll. Na gut, nur falls im Zweifelsfall räumen wir bis ganz ans Ende, ne? Ja, Pushback sah richtig gut aus heute. Bin ich richtig stolz drauf. Das hat letztens in Berlin auch schon nicht funktioniert. Das ist, irgendwas hat der hier mit dem Bremsen. Da muss ich mal gucken, dass ich hier. Es gibt ja auch so ein eingebautes Pushback-Ding, ob ich das irgendwie benutzen kann. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir sind jetzt auf Kilo. Das hier müsste Charlie sein. So, wir machen noch mal ein paar andere Checks in der Zwischenzeit. Autobrake auf Reject Takeoff. And Los Angeles Tower United 1935 with information Yankee ready to taxi. Na, wenn er nichts sagt, bis zum Ende, ne? Habe ich jetzt auch vermutet. United 1935, Squawk Mode Charlie, I'll get you going. Alright, sorry about that, little Squawk Mode Charlie. So, was haben wir noch? Spoilers sind... United 1935, thank you. Runway 25 right, taxi via Bravo. 25 right, taxi via Bravo for United 1935. Ist das armed? Delta 1928 at Charlie 7, give way to United. At Charlie 7, give way to United, Delta 1928. Charlie 7 ist noch ein ganz schönes Stückchen. Wir sind jetzt hier gerade mal bei Charlie 10. Ach, da kommt der Kollege links raus. Ja, Takeoff Lights müssen wir noch setzen, Strobe Lights müssen wir noch setzen und den Rest haben wir. Dann sind wir ready for Takeoff. Genau, und ich kann immer nett nachfragen im Zweifelsfall. Ich hoffe, dass ich gleich das Cleared for Takeoff nochmal höre bei ein paar Leuten. Das ist nämlich irgendeine komische Instruction, die ich noch nicht kenne. Das ist Cleared for Takeoff, Wire oder Fly to oder irgendwas sagt er noch danach und dann gibt es den ersten Wegpunkt. Bei mir irgendwas Docker, aber ich habe das Verb dazwischen noch nicht verstanden. Ein bisschen Licht wäre auch in Ordnung, gar nicht mal so schlecht vielleicht. Okay. Da hat man nicht viel verstanden. Wo ist denn das Licht? Hier oben war doch auch irgendwo so ein Drehregler. Ah, viel hat es noch nicht gebracht. LA Tower, Delta 2935, request IFR to Phoenix. We have Yankee on board. Southwest 1935, Los Angeles Tower, good morning. Clear to Phoenix Sky Harbor Airport. Dots 2 departure. Scenery transition then as filed. Climb via Civic Site maintained 5000. Expect flight level 330, 5 minutes after departure. Departure frequency is offline, squawk 7225. Ja, wie gesagt, normalerweise müsste es jetzt hier ein Departure geben. Das nach dem Start fliege ich hier zu Docker, dann Heading 236 und dann wieder zurück zu Clipper und dieses zurück zu Clipper. Das müsste eigentlich der Departure geben. Southwest 2935, read back correct. Expect runway 24 left for departure. Information, Yankees current. Push at your discretion into the ramp. Advise ready for taxi. At or below 3000, muss bei Docker sein. 24 left. We'll expect 24 left for departure and push at your discretion. We'll call for taxi. Southwest 2935, thank you. American 2546, you want intersection Foxtrot today or full length? We'll take Foxtrot 2546. American 2546, roger. Runway 25 right of Foxtrot, line up and wait. Line up and wait, 25 right, 2546. United 1935, continue full length. Alright, we'll continue full length for 25 right, United 1935.
Genau, also wir starten und dann fliegen wir hier zum ersten Wegpunkt, der tatsächlich im Runway-Heading ist. Runway-Heading 3000 Fuß und dann auf Heading 236, bis uns Departure irgendwas anderes sagt. Departure gibt es jetzt nicht, also fliegen wir selber einmal zu Clipper und dann die Route hier ab. Mal gucken, was er mir erzählt. Auf jeden Fall interessant. America 2546 RNF to Docker, wind 2207 right at Foxtrot, clear for takeoff. Clear for takeoff 25 RNF Docker, American 2546. United 1935, runway 25 right at the full length, line up and wait. 25 right at full length, line up and wait for United 1935. Oh, okay. Also, cleared for takeoff, RNAV to Docker. Das ist, ja, ziemlich klar. Dann kriegen wir hin. Guten Flug, American. Dann kriegen wir bestimmt auch gleich eine Lineup and Wait. Gerade, wo ist denn, warum und hier meine NAV-Modi schon wieder nicht? Habe ich irgendwas noch vergessen? American 2546, friction change approved, have a good flight. Thanks so much for your help, have a good day, American 2546, yeah. See ya. United 1935, RNAV to Docker, wind 2307, runway 25 right, full length, clear for takeoff. RNAV Docker, clear for takeoff, 25 right, full length for United 1935. Delta 1928, runway 25 right, line up and wait. Line up and wait, runway 25 right, Delta 1928. So, landing lights an, die lights an, drop light on. Oh, ich hätte gern, dass die Sachen hier schon mal... Weil so habe ich gar keine Indication, wo ich langfliegen muss. Das stört mich gerade so ein bisschen. Weiß aber nicht, woran es liegt. Oh, ich hätte gern wenigstens einen Flight Director. NF, VNF, irgendwas. Nee, irgendwas passt ihm nicht. United 1935, frequency change approved, have a good flight. Over to Unicom for United 1935, have a good day. Delta 1928, on after Docker, wind 2307, runway 25 right, cleared for takeoff. RNF 2 Docker, runway 25 right, cleared for takeoff, Delta 1928. Hey, auf geht's. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Notfalls spähen wir hier rüber. Airspeed alive. Yep, yep. So, auf geht's. Checked. At or below 3000 aber bei Docker. So viel weiß ich noch. Rotate. Gear up.
Das sieht doch ganz gut aus. Flaps ab. Delta 1928, enjoy your flight to Vegas. Frequency change approved, good day. Frequency change approved, thank you for a great service. Delta 1928. See ya. So, wir müssen ein bisschen weniger stark steigen. Und sind wir gleich bei über 3000 bei Docker. So, und ich möchte jetzt gerne mal den Autopiloten dazu holen, wenn es irgendwie geht. Aha. Geht doch. Und da fliegen wir auch schon unsere erste Kurve. Flaps ganz ab diesmal. Und gut, wir steigen ein bisschen weiter. Wir sind jetzt auf dem Heading 236 oder irgendwas. Und jetzt müssen wir selber so zusehen, dass wir bei Clipper auf über 10.000 rauskommen. Das heißt, wir steigen einfach mal fröhlich weiter. 270. Und Heading. Machen wir mal hier einfach erstmal 90 Grad. Unable next altitude. Warum? Was ist daran unable? 10.000, über 10.000 bei Clipper. Kriegen wir doch wohl hin. Warum steigen wir aber nicht weiter? Das ist die Frage. PNF. Und probieren wir es mal mit Level Change erstmal. Einmal ab durch die Wolken. Wir haben leider überhaupt nichts von Los Angeles gesehen, weil ich hier nur Augen fürs Cockpit hatte. Vielleicht werden wir gleich drüber hinwegfliegen. Ich weiß gar nicht, wo der Flughafen liegt hier. Direkt an der Küste. Ja, wir sind quasi gleich direkt über Los Angeles, aber es ist... Da durch die Wolken kann man es so ein bisschen erahnen. So, dann drehen wir jetzt mal hier Richtung Clipper. Das Speed ein bisschen langsamer. Steigen gerade ordentlich schnell. Alter Schwede. Ja, ich hätte würde jetzt gern hier... Gott, wie war das nochmal? Ich möchte jetzt gern nach Clipper. Einmal LNF, einmal VNF. So sieht das doch ganz gut aus, denke ich. So, ach Gott, sorry. Da sind wir über Los Angeles. Steigen jetzt hier Richtung Clipper und von da aus geht's dann weiter. Nächster Punkt für uns wäre dann hier Keks. Zwischen 13.000 und 19.000. Müssen wir wahrscheinlich hier unsere Steigrate gleich ein bisschen nochmal anpassen. Gucken, ob er das automatisch hinkriegt. Hast du knapp verpasst? Gestern war Berlin Apron.
Und das nächste Mal mal gucken, je nachdem wie es läuft. Eventuell nächste Woche Dienstag wieder. Ansonsten, ich habe nächste Woche Montag meine Tower-Training online. Vielleicht, je nachdem wie es läuft, kriege ich ja da auch schon eine Event-Solo. Hab da jetzt nämlich die Info bekommen, dass es tatsächlich für den Tower gar keine separate Event-Solo gibt, sondern eigentlich, wenn man eine Solo hat, darf man auch Event lotsen, aber da bin ich mir nicht 100% sicher, deswegen mal gucken. Boah, ich denke, nächste Woche Dienstag ist realistisch, dass es da nochmal Apron gibt. Ich wollte gerade sagen, wir müssen schon mal langsam den Luftdruck ändern, aber nein, in Amerika erst ab 18.000 Fuß, da haben wir noch ein Stückchen. Wir sind jetzt hier mitten über der Stadt. Ja, wie gesagt, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich jetzt gerade auf dem Turm sitze mit meinem Mentor und VFR-Verkehr leite. Hat auch überall fleißig Werbung gemacht, aber hat nicht sollen sein. Wir sind aber über 10.000, wir können auf jeden Fall mal hier ein paar Lichter ausschalten. Ein bisschen aufräumen. Auto-Brake. Off. Gear-Lever. Off. Passenger Signs können wir auch ausschalten. Zumindest die Belts. Ja, und da vor uns sind die Berge. Die Rockies, glaube ich. Okay, gut. Dann dauert es noch ein bisschen bis zur Event. So, dann ist auf jeden Fall nächste Woche Dienstag Apron angesagt. Ich finde das ja immer faszinierend, wenn man hier aus dem Fenster guckt über Amerika, dass die Straßen immer dieses Schachbrettmuster haben und echt viel auch einfach wie mit Lineal gerade gezogen sind. Und hier sind die Berge und auf der anderen Seite ist Wüste. Und diese Stadt, die hört gar nicht auf. Schaut euch das an, das ist echt Haus an Haus für wer weiß wie viele Kilometer. Das ist schon heftig. So, ja, jetzt ist es Zeit für den Standardluftdruck, den wir hier einstellen. Ich habe mir noch keine Sorgen um meinen Arrival gemacht. Fällt mir gerade so auf. Es ist... Was ist das? Sand Ground? An irgendwas Ground. In Las Vegas keiner online. Wir fliegen also, wenn wie geplant, die Runway 26 Left. So, damit fangen wir mal an. ILS 26. Eigentlich 26 Right wäre mir viel lieber. Moment. So, ILS 26. Wanda Z2, genau. Welche Transition? Boulder hätte ich gesagt, Transition, aber das ist es nicht. Erben, Crow, Diska, Flicker. Diska ist da unten. Ist ja alles nicht
Erben. And I like that we're going to go ahead and cancel IFR. Thank you. Sorry. For Southwest 2935. Southwest 2935, no worries, sir. So, dass sie dann... Warum musste ich das jetzt eintragen? Achso, weil er das hier jetzt drin hat. Gut. Also, ILS 25 right 26 6 right, nicht 25 26 right transition Berben arrival Wieso steht der 26 Bravo? Ach, both wahrscheinlich. Für beide. Ja, macht Sinn. Noch ein Transition. Ja, Meisen. Meine Güte. Ich hoffe, das passt irgendwie. Mal kurz nachschauen. Tedde, Watef. Tedde, Meisen, Tedde, Watef. Ja, sieht gut aus. Irgendwas bis Berben. Berben da. Und da ist dann Ende Gelände. Da müssen wir dann irgendwie einen Vektor finden. Wir sind dann hier irgendwo. Da müssen wir das selber regeln, dass wir einen Vektor finden und dann da landen. Gut. Das sieht doch gut aus. Damit können wir arbeiten. Oh, huch. Die Berge schon hinter uns gelassen. Berge und schlecht Wetter, dafür jetzt hier Sonnenschein und Wüste. Da vor uns fliegt noch ein Kollege. Wie weit vor uns fliegt denn der so? Nicht so sehr weit. Aber er fliegt ein Stückchen höher als wir, 2000 Fuß höher. Mal 10 Meilen hinterher. Ich hoffe, der fliegt nicht auch nass. Nach Las Vegas. Nein, der will nach Jacksonville. Okay. Dann kommen wir uns nicht in die Quere. So, Reiseflughöhe erreicht. Gab es noch irgendwas zu erledigen? Nö. Zurücklehnen und entspannen. Aussicht genießen. Ja, das hat ja heute echt gut geklappt. Ich denke, da werde ich nochmal den ein oder anderen Flug in Amerika machen. Immer da, wo sich gerade ATC anbietet. Nächste Stufe wäre dann mit Tower und eine Departure oder sowas. Dass wir mal auch da noch ein bisschen mehr funken. Und dann kommt die Königsdisziplin landen mit einem Arrival online. Weil ganz ehrlich, ich bin gespannt, was sie einem da so erzählen. Weil ich meine, wir kommen jetzt hier an mit der, keine Ahnung, wie die es aussprechen, Romeo November Delta Romeo Zulu Arrival Meisen Transition für ein ILS 26 Ride mit Berben Transition. Irgendwo zwischendurch gibt es dann Vectors vom Lotsen. Das wird auf jeden Fall interessant. Ansonsten sind wir hier gerade weg. The Telegraph LAX Tower is now closed. Switch to advisory 122.8. Have a wonderful day. Ja, machen wir mal. Victor Will ist unter uns. Ich weiß nicht, kommt hier irgendwas Bekanntes unterwegs? Sehr viel nichts, so wie es aussieht. Bis nach Las Vegas. Na, also unter uns Victor Will. Was da? Dann geht mir gerade noch durch den Kopf so ein Top of Descent. Haben wir den? Haben wir.
Meisen Flight Level 240. Ja, okay. Scheint er ja richtig einkalkuliert zu haben. Für den Descent können wir hier aber noch eintragen. Dass die Speed Restriction 250 bei 10.000 sind. Und den Wetterforecast habe ich runtergeladen. Mal gucken, mal gucken. Mal, bin ich gespannt. Haben wir da kreisrunde Felder? Ja, dann hier load mal das Ganze. Dankeschön. Ich habe überhaupt nicht nachgeschaut, fällt mir gerade auf, was wir in Las Vegas überhaupt, ach, in Los Angeles für ein Wetter hatten. Was stand denn hier so? 240 Grad, 7 Knoten, das geht ja. Altimeter 29997 hatten wir. Temperatur steht hier gar nicht bei, oder? Doch, 23,19. Ist das 23 Grad Celsius? Schon, oder? Ich denke schon. Ansonsten das Briefing für... Ach, wir können es auch hier sehen. Für Las Vegas. Information. Wetter. 24. Nee, das ist Los Angeles. Las Vegas Information. Wind 190 Grad, 8 Knoten, Gusting 15. Okay. 10 Meilen Sicht, paar Wolken auf 11.000 Fuß, paar Wolken auf 15.000 Fuß. 36 Grad Celsius. Ja, schön. Altimeter 29991. Keine Ahnung, was der Rest hier heißt. Lab 095, irgendwas, wird schon passen. Aha. Noten, gibt's was Wichtiges? Am 11. August, das ist noch nicht. 10. August, interessiert uns nicht. GFS NAV Tarkan. Da ist irgendwas mit. Las Vegas Taxiway Delta between runway 08 left and 26 right and Taxiway Bravo closed. Taxiway Delta. Delta. Keine Ahnung. Da ist Delta. So, Delta. Bravo, hier irgendwo die Ecke, da ist irgendwas closed, das interessiert mich aber auch nicht. Runway 01 right, ist das Papi kaputt, 19er left anscheinend auch. Ja. Taxiway Foxtrot between Taxiway Tango und Sierra closed. Wir machen gerade langsamer, so wie es aussieht. Interessant. Nee, gibt leider kein ATC. Bin ich aber auch ehrlich gesagt ganz froh drum, weil... Gott, sind das hier viele No-Tems. Bin ich ganz froh drum, weil... Ich mache das... In den USA habe ich noch wirklich keinerlei Erfahrung gehabt bisher, was das Fliegen angeht. Deswegen... Zumindest was das IFR-Fliegen angeht. Deswegen hatte ich mir eben vorgenommen, auf jeden Fall irgendwas Entspanntes zu machen. So, Moment, die Höhe kann ich hier schon mal einstellen. Und entspannt heißt für mich IFR-Clearance, Take-Off-Clearance, Taxi-Clearance. Das hat schon mal alles gut geklappt. Beim nächsten Mal erweitern wir das Ganze noch um Departure und danach gucken wir mal, dass wir auch irgendwie ein Arrival oder sowas mal hinkriegen.
Aber alles peu à peu. Welche Höhe müssen wir denn hier? 8000 Fuß? Nee, Blicker. 6500. 6500. Der Airport liegt auf 2100 Fuß. Okay. Und wir haben den Sinkflug begonnen. Landing Altitude 2100. 2180, also 2200. Ja, also vor allen Dingen ist die Phraseologie halt, das hatte ich noch nie, ich habe das halt noch nie gehört, dass sie mir sagen, cleared for takeoff full length, ANAV to Docker, oder andersrum, fly ANAV to Docker, cleared for takeoff full length, das ist halt nichts, was man in Europa sagen würde. Genauso der Altimeter, 2997, was wir hatten. Wir haben QNH on 014 oder was das dann ist. Die Funkfrequenzen bei uns 118.8. Hier kriegt man ein 18.8. Das wird auch gerne mal weggelassen. Callsign, bei uns wäre das hier Delta 1928. Amerika ist es Delta 1928. Also die machen da immer so zweier Zahlengruppen draus. Ja, die IFR-Clearance selbst habt ihr ja auch gehört, ne? Mit dem After 5 Minutes Expect Flight Level 270. Departure Frequency hätte er noch durchgegeben. Ja. Also das nächste Mal, wenn ich fliegen würde mit einer IFR-Clearance erwarte, würde ich auf jeden Fall mir die Departure Frequency raussuchen, wenn es eine gibt. Keine Ahnung mit dem Expect After 5 Minutes, was da kommt. Die SIT, dass der da auf 5000 gekommen ist, hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil erste Grenze ist 3000, nächste Grenze sind 10.000. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier die 5000 hätte hernehmen können aus den Charts. Ja. So also die kleinen, aber feinen Unterschiede. Vor allem ist es bestimmt witzig, wenn man sich dann hier dran gewöhnt hat. Dann kommt man nach Europa zurück und dann fängt man da an, irgendeine Frequenz mit Point zurückzulesen oder nachzufragen, was die Departure-Frequenz hier ist. Aber das sind dann auch so die gefährlichen Sachen hier mit dem Pushback, dass es eben in vielen Flughäfen, dass du es einfach selber machen darfst in Amerika, dass du keine Pushback-Clearance erfragen musst. Naja, wenn du nach Europa kommst, Berlin, Eventabend, oh, IFR-Clearance habe ich, dann mache ich mal meinen Pushback. Und bei uns, wir rasten alle aus und sind so, oh mein Gott, der macht einen Pushback. Und ja, für den ist es vielleicht ganz normal, weil er das nicht anders kennt. So, wo sind wir denn jetzt mittlerweile? Wir sind schon auf unserer Arrival. Las Vegas müsste irgendwo am Horizont, da sind Berge. Irgendwo dahinter müsste Las Vegas liegen. So, wir kommen hier raus auf einem Heading, steht hier auch nochmal irgendwo, Vectors 079er. 079er Degrees. Naja, hier sieht man auch die Wegpunkt-Irrsinn. Gut. ILS-Frequency wird sein 110,3. Ist active. Und der Kurs 259 Grad.
Ja, wie gesagt, das Callsign ist anders. VFR ist es auch nochmal anders. Da muss man sich auch drum erstmal umgewöhnen. In Amerika, die Callsigns, das sind alles, die fangen alle mit November an und sind dann eine Reihe von Zahlen. Vielleicht auch ein paar Buchstaben. Und dann ist es halt November 1958 oder sowas in der Art. Und deswegen lassen die dann das November weg und hängen dafür aber den Flugzeugtyp vorne dran. Also wenn ich mit einer Cessna unterwegs bin, dann ist mein Callsign Cessna 1578. Und wenn ich mit einer Piper unterwegs bin oder einer Comanche, dann eine Comanche 1758. Aber ja. Das sind so Sachen. Auch die Luftraumstruktur ist anders. Wenn man VFA fliegt, IFA interessiert es einen ja nicht so sehr. Die haben auch Alpha, Bravo, Charlie, ich weiß nicht, ob sie Charlie haben, Delta, irgendwas haben sie nicht, was wir haben. Und dafür haben sie was, was wir nicht haben. Ich meine, es ist der Bravo Airspace, den es in Deutschland so nicht gibt. Irgendein Airspace, ich weiß gerade nicht mehr, was es ist. Ich glaube Charlie oder Delta, einer von beiden. Da muss man sich halt nur beim Tower melden, wenn man den Airspace durchfliegt, aber es gibt keine Clearance, die man sich einholen muss. Und es gibt kontrollierte Lufträume wie Bravo, da weiß ich das nämlich bei den größeren Flughäfen. Da braucht man eine Clearance, bevor man einfliegen darf, durchfliegen darf. Beim Einfliegen gibt es aber keine Meldepunkte wie bei uns oder wie anderen europäischen Ländern. Ich weiß nicht, woran sie das dann festmachen, ob es dann einfach über einen Highway geht oder von einer Position und ein Heading oder... Ich weiß auch nicht, was ATC da genau darf oder nicht. Bei uns ist das ja VFR im kontrollierten Luftraum, ist ja immer Delta-Luftraum und dann musst du dich selber staffeln und Abstände halten und bist dafür zuständig, dass du nicht in irgendwelchen anderen Fliegereien fliegst. Dann gibt es ja noch das tolle Flight Following hier in Amerika. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich. So mal eben VFR irgendwo losstarten und dann, ach so, ich hätte jetzt doch gerne IFA bis zum Zielflughafen. Obwohl Flight Following ja eher sowas wie Traffic Service und sowas ist. Also es ist unterschiedlich. Es ist nochmal eine eigene Welt, auf jeden Fall. Viele Sachen sind ähnlich, viele Sachen sind unterschiedlich. So, Luftdruck wollte ich einstellen. Was haben wir denn hier in Amerika? In Los Angeles. Meine Güte. Altimeter 2991. 29991 haben wir. Ja, nichts online. Außer Sandground. Keine Ahnung, was das ist. In Russland bin ich noch nicht geflogen, aber das kann ich mir gut vorstellen. Da wurde ich auch, ich bin einmal in der Ukraine geflogen. Ich bin mal in, wo war das, die Ukraine? Nee, es war Weißrussland, glaube ich. Ich weiß nicht, irgendeins der Ukraine, Weißrussland, eins von beiden bin ich schon mal geflogen. Das war schon Ewigkeiten her. Auf so einer Tour, Hauptstädte Europas oder so ähnlich. Und da kann ich mich dran erinnern, weil da hatte ich das bisher erste und einzige Mal eine Frau am Hörer, die da gelotst hat. Auch krasser Akzent, aber hat ganz gut funktioniert. Erste Verwirrung war, als sie mir dann irgendwas gesagt hat, ich solle auf 5000 Meter sinken. Da war ich auch so, ja, okay. Zum Glück gab es hier, im Airbus gibt es hier so einen Umschalter, dass man sich die Meter anzeigen lassen kann. Das ging dann. Und dann wurde ich geklärt zu landen, Runway, ich weiß nicht mehr, irgendwas left. Jupp, cleared. Und es war Nacht, es war schlechtes Wetter. Und ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Und irgendwann war ich nur noch so 200 Fuß über dem Boden, musste ich durchstarten. Und dann habe ich mich disconnected, habe gesagt, sorry, ich habe hier irgendwelche Issues, ich komme nicht klar. Dann habe ich das Wetter umgestellt, Licht angeschaltet und gesehen, der Runway gibt's gar nicht im Flight Simulator. Der ist einfach nicht da.
Den haben die neu gebaut und die Szenerie im Flugsimulator war noch nicht aktuell. Da war noch Wald und Wiese. Ich habe nur den rechten Runway. Ich habe mich schon gewundert, weil ich das beim Einprogrammieren ins FMS auch nicht drin hatte. Da hatte ich auch schon Schwierigkeiten mit. Hat aber dann doch irgendwie geklappt, weil ich dann die Navigraph-Daten ja habe. Und da hat man dann auch schon mal ein ILS, was man abfliegen kann, wo es den Runway gar nicht zu gibt. Katjas, das kann sein. Ich könnte mich an Namen jetzt nicht erinnern. Ach, ist das gechillt in so einem Flieger mit einem richtigen Autopiloten drin. Auch wenn ich erwartet hätte, dass wir über Rumli fliegen. Ja. Nee, Gramma, dann nach Ueti, dann Envy. Das wäre mal hier ein Approach für die Fokker. An jedem Wegpunkt irgendwelche Höhenrestriktionen, aber das ist ja alles Arnav. Kenne ich ja gar nicht fliegen in der Fokker, aber prinzipiell. Wäre mal auch interessant, wie die Amis drauf reagieren, wenn ich ihnen sage, non-Arnav. Nix mit Arnav to Docker. Geht nicht. Unable. Dann schalten wir mal die Anschnallzeichen wieder an. Bing. So, Anschnallzeichen. Forecast haben wir gesetzt. Biggest traffic Southwest 5954 starting left and out on the 050 departure last call Vegas today. Okay. Was auch immer du sagst. ILS-Frequenz haben wir gesetzt. Autobrake. Reicht, glaube ich, one. Ist ein sehr langer Runway. Minimums. Es ist super schönes Wetter, aber nichtsdestotrotz. Minimums 267 Füße. Tüt. 267 Füße. Altimeter haben wir gesetzt. MCP Speed, VREF plus 5 Speed Brakes Arm. Kommt später. Oh, das hier vor uns müsste schon Las Vegas sein. Der Airport irgendwo da drüben. Da hinten sehe ich was leuchten. Ich glaube, da ist gerade einer gestartet. Ja, das sieht hier krass aus. Also wenn ich jetzt einfach nur so einen Screenshot davon mache und frage, wo ich bin, also ob ich jetzt hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten bin oder in Amerika, das ist halt wirklich Wüste. Schon verrückt irgendwie. Also falls jemand von euch schon mal in Amerika war, sagt mir mal gerne Bescheid. Sagt mir mal gerne Bescheid, wie es hier wirklich so aussieht. So, haben wir noch mehr Traffic in Vegas? Einer ist, glaube ich, auf dem Weg zum Runway. Ne, ja, einer landet gerade. Und dann kommen wir auch schon hier an. Wo schickt denn der, was ist denn hier so beim letzten Wegpunkt die Höhe? 8000 kommen wir am Ende raus. Okay.
Okay. Da ist bestimmt der Las Vegas Strip. Also die Casinos. Da ist der Flughafen. Und da hinten ist der Stausee. Am besten kenne ich die Gegend hier. Am besten kenne ich hier die Gegend aus Fallout New Vegas. Daher kommen mir die meisten Namen bekannt vor und daher weiß ich, dass da auch ein Staudamm ist. Soll mal einer sagen, spielen bildet nicht. Müsste ich mir mal Szenerie runterladen, das geht bestimmt noch hübscher. Und hier irgendwo müsste auch noch eine NASCAR-Rennstrecke sein. Der Airport ist auch mitten in der Stadt hier, ne? Also, wie weit ist das da zum Strip? 3, 4, 5 Kilometer? Und hier diese Muster, ne? Für europäische Augen irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig, dass das alles so geplant ist. Ich glaube, die Amis denken dann immer, also ich glaube, das ist dann so, wenn die Amis bei uns mal landen, dann schauen die da aus dem Fenster im Flieger und denken sich so, es sieht hier aus wie in Disneyland. Tiefstes Mittelalter, nicht eine gerade Straße können die bauen. Gut. Und guck mal, der hat doch hier Wegpunkte für mich. Werben. Und dann will er nach Luisa. Wo ist denn Luisa? Weiß keiner. Zetke. Wollen wir mal einfach machen, würde ich sagen. Guck mal, dann fliegen wir hier einfach die Route rum, auch wenn ich nicht weiß, wo er die her hat. Vielleicht noch irgendwas übersehen an Karten. Ah, da, die Geschichte fliegen wir. So, und dann müssen wir irgendwie weiter sinken, ne? Ne, 8000 bei Fleiß. Kommen wir da raus? Ne. Ganzes Stück weiter davor. Wir kommen bei Björk. Kommen wir an. Björk ist 4700. Approach VRF not selected. Geschwindigkeit passt nicht. Ja. Mach mal ein bisschen. So ein bisschen abbremsen hier, sonst wird das alles nichts mehr. War schon mal das Fahrwerk aus, das ist immer eine gute Bremse. Flaps. Wir sind ein bisschen sehr hoch. Noch mehr Klappen. Landing Lights hatte ich ganz vergessen.
Ja, wir sind viel zu hoch. Gucken, ob wir das noch eingefangen kriegen hier. Flaps full. Und wir hätten gern 138 Knoten. 1, 2, 3, 4, 5. Las Vegas Traffic Delta 1928, 5 Mile Final, Runway 26, bereit, Las Vegas Traffic. Ah doch, kriegen wir noch eingefangen. Haben wir mal den Approach-Modus. Speed Break. Armed. Das war jetzt irgendwie sehr sportliches Sinken. Da kann aber eine Brühe. Six Miles. So, wenn was schief gehen sollte, Climb Hold 6000. Na, ist schon ordentlich böig hier. Schon turbulent. Boah, wie tief wir hier sind. Mhm. Ich habe auf das 500 gewartet und dann ist mir eingefallen, dass die 737 gar kein 500 Callout hat. Ja, gerade. Uiuiui. Reverse. Wir bremsen mal noch ein bisschen mit. Spirit reicht's, dankeschön. sowas muss ich mir hier anhören. Ja, die Landung war. Da kann man noch Sachen dran verbessern, das gebe ich gerne zu. Aber schlecht war es ja jetzt nicht. So, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Also, wir sind in Las Vegas, das weiß ich, aber sonst. Wir suchen uns ja noch gleich mal irgendein Gate aus. Ansonsten. Landing Lights off, Taxiways. Taxi Lights on, APU on.
Window Heat. Off. Und was haben wir hier noch? Flight Director. Off. Speed Rate Retracted. Flaps Up. APU. Generator und so on, sobald die APU läuft. So, jemand eine Präferenz? Wo wir hier parken? Ach, wir nehmen einfach. Das hier sieht gut aus. Das finde ich hübsch. Ich nehme das Link Gate. APU läuft übrigens, by the way. Den Bleed schon mal anschalten. Wie viel Sprit haben wir denn eigentlich noch an Bord? 4 Tonnen Sprit. Mich schon gewundert beim Start, das war irgendwie, klang irgendwie nach ganz schön viel mit den 6 Tonnen Sprit, aber na gut. So, Stopp, Parkbremse, APU Generator on, on, off, off, Anschnallzeichen, aus, Globe Lights, Anti-Collision, Taxi, passt. Passagiere dürfen aussteigen. Ob das wohl hier funktioniert mit dem Jetway? Bin da ja immer, benutzt das ja nicht so viel. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, hat das doch hier richtig erfolgreich geklappt, unser kleiner Flug. Erstes Mal in Amerika. Ich bin immer noch ganz begeistert, dass das doch so gut funktioniert hat. Sogar einen Jetway kriegen wir hier verpasst. Großartig. Was gibt's Schöneres? So viel also dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr das gerade auf YouTube seht, hinterlasst mir ein Like. Abonniert den Kanal, wenn ihr den nächsten Flug nicht verpassen wollt. Er wird mindestens genauso aufregend wie dieser. Vielleicht mit einer etwas weniger holprigen Landung. Vielleicht kriege ich dann hier auch mal so ein kleines Lob aus dem Chat, wie gut ich das gemacht habe. Und ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle noch der Hinweis, ne, ihr habt ja der Chat gesehen, ich bin also auch immer auf Twitch online, nicht immer, aber fast all meine Flüge oder wenn ich lotse, auch auf Twitch, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Und jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und ja, macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und bis zum nächsten Mal.